So, hier sind wir wieder. Und was mir eigentlich. Ich wollte mich mal kurz hier wieder ein bisschen eintüddeln. Also, wir haben hier jetzt praktisch im Norden eigentlich alles abgeschlossen. Glaube ich. Was mich mal interessiert, ist die Iria. Die ist doch von Fina und mir. Die ist doch so eine Elfe. Warte mal. Haben wir denn irgendwo was etwas über die Leute erzählt? Oh Gott, ja. Schön, dass das hier alles aufgelistet ist. Ich guck mal fast nie rein, ne? Die Vielgereisten. Oh ja, ihr habt die Vielgereisten freigeschaltet. Ab jetzt seid ihr dazu in der Lage, sie als Armee auszuwählen. Die euch in der Schlacht folgen wird. Siehst du? Das wusste ich. Die Vielgereisten, die auch die Menschen genannt werden, sind eine Fraktion, welche im anfänglichen Teil des Spiels Verteidigung dem Angriff vorzieht, um dann ihre Schlachten aus der Position der Stärke herauszugewinnen. Lies den Glossar-Eintrag, um mehr über die bevorzugten Taktiken herauszufinden. Was? Die Kommandant, braucht ihr einen Kundschafter? Ja, Mentalist, ja? Auf euer Kommando. Was? Bin soweit. Hier noch nicht. Blaupausenfähigkeiten. Welchen Glossar eintragen? Hier steht nie was. Bei Fortschritt. Das könnte vielleicht für Multiplayer sein oder so. Minus 25 alle? Achso, ne, das ist einfach, weil keiner ausgewählt war. Und man hat nichts hier, wo eingetragen wird, hier, ja, das ist Fina und Mia oder so, sondern das musst du alles aus Büchern rausziehen. Fina und Mia sind praktisch die Elfen und die haben eine eigene Kaste und da kann man nicht wirklich sich hocharbeiten, sondern das geht eigentlich über, das geht so über Geburt und sich da reintüddeln. Also sich reinschleimen, würde ich fast sagen. So. Also die Iria, ich denke mal, dass sie eine Verstoßene ist. Aber wir haben keine Gescheiterten. Gewinnt Verbündete. Menschliche Verbündete, elfische und orkische. Das ist optional. Wir machen die auf jeden Fall noch. So. Nur weiß ich nicht, sie mag die Orks nicht. Das hat sie schon von Anfang an gesagt. Meinst du, das ist wirklich eine gute Idee, die Orks zu besuchen? Aber es scheint, dass die alle zusammenarbeiten können, theoretisch. So. Wir wollen jetzt mal hier unten hier rüber, da ist noch die andere Insel, das soll wohl ehemals die Schöpferinsel gewesen sein. Was ist? Oder die Schöpfergilde. Ich möchte diesen See überqueren. Klar! Wohin? Oh nein! Ach, guck, du kannst hier dann noch. Ding, ding, ding. Ich denke mal hier, aber da sind wir überall hingelaufen. Wir können überall hinlaufen, nur hier nicht. Ja. Also entweder hier, hier oder da. Wir sind jetzt gerade hier. Oder immer Lichthafen, ist wahrscheinlich in der Mitte hier. So, wir gehen mal zur Schöpfergilde. Verstanden. Springt rein. So, jetzt sind wir hier drin. Token laut. Da lang? So. Auch hier, guck. Nee, da muss man doch noch weiter wahrscheinlich. Also das ist jetzt die Insel hier in der Mitte.
Hatten die nicht gesagt, hier ist keiner mehr? Hm? Was ist? Nein. Ich gehe jetzt. Ja. Mal sagen, wir gucken uns um, wa? Also es ist auch so, dass es scheint, als wenn... Also wenn irgendwie Nebenquests sind oder so, du brauchst eigentlich nur vorbeilaufen. Und dann sagen die, halt, bleib mal stehen, ich hab da was... Ich hab da ein Problem, ne? Und dann kannst du mit denen reden, also du... Ist aber abgerissen. Also du wirst jetzt nicht penibel jeden einzelne Person anklicken müssen. Einige haben auch Sprechblasen. Und wenn sie noch keine Sprechblasen haben, dann hatte ich es ein paar Mal, wo ich dann einfach vorbeigelaufen bin und dann haben die gesagt, hey, bleib mal stehen. Ah, hier geht's auch weiter. Jedenfalls hier ein Stein. Das heißt, wir brauchen das Boot nicht mehr. Schauen wir uns das mal an. Muss ich mal eben gucken. So, und zwar können wir jetzt... Teleportation, seht ihr? Und jetzt kann ich Ding 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 überall auf der Insel hinreisen. Also ich brauche jetzt das Boot nicht mehr nehmen. Braucht ihr was? Sieht ja entspannt aus. Texturen sind auf jeden Fall besser als im Fallout 4. Nur so als Vergleich. Also weil es rauskam, nicht was die Benutzer oder die Spieler dann noch an Patches gemacht haben, eigene Patches. Hier schon, hört man schon Ding, Ding, alles religiös. Okay, also bevor ich da hochgehe, will ich nochmal hier unten hören. Ist das echt nur so ein Über- oder Eingang? Scheint so. Schätze mal, hier kann man nicht hin, oder? Ja. Na gut, gucken wir mal, was da drin ist. Was hinter Tür Nummer 3 ist. Also wirklich, die könnten auch ein Action-Spiel davon machen. Man kann auch irgendwie Charaktere direkt steuern, das habe ich auch noch nicht rausgefunden, wie das geht. Die Schöpfergilde. Als eine neutrale, unpolitische Vereinigung von Magiern und Gelehrten waren die Mitglieder der Schöpfergilde unter den wenigen Arkanisten, die während der Magierkriege unparteiisch geblieben sind. Obwohl die Gilde keinem Vergleich mit der großen Universität von Kalaya standhält, kann man mit Bestimmtheit sagen, dass Fiara ihr viele magische und technische Errungenschaften verdankt. Die haben jetzt eben Pakanisten genannt. Und die Mitglieder der Schöpfer unter den wenigen Pakanisten, hat er gesagt. Die während der Magierkriege unparteiisch geblieben sind. Oder meint er so als Pakt? Ja. Da wären wir also. Beeindruckend. Und weiter hinten sind auch Magier. Wir sollten... Interessant. Dieser Tage bekommen wir nur noch selten Besucher. Wer seid ihr? Undergast. Ich vermute, ihr könnt mich den Anführer der Gilde nennen. Ich habe gespürt, dass jemand kommt und dass dieser jemand eine faszinierende Aura hat. Jetzt weiß ich auch, wer es ist. Ihr seid das Kind Isamu Tahars, nicht wahr? Woher wisst ihr das? Weil ich die Magie eures Vaters ausgiebig analysiert habe. Er war ein bemerkenswerter Mann. Eure und seine Auren haben einige Gemeinsamkeiten. Mhm.
Ein bemerkenswerter Mann? Ja. Also habt ihr ihn unterstützt? Nein, ich habe lediglich zum Ausdruck gebracht, dass er als Magier und als Mann bemerkenswert war. Im Sinne von ungewöhnlich oder speziell und deshalb überraschend oder erwähnenswert. Meine Meinung zu den Kriegen ist ein anderes Thema. Und inwiefern gleichen sich unsere Auren? Schwer zu sagen. Man kann einfach spüren, dass ihr miteinander verwandt seid. Und da ist noch etwas an euch. Etwas, das irgendwie seltsam ist. Ja. Was genau? Das bekomme ich öfter zu hören. Schwer zu sagen. Da ist einfach etwas Eigentümliches an euch. Eine Unstimmigkeit an eurer Aura. Aber ich vermag nicht zu sagen, worum genau es sich handelt. Es tut mir leid. Wie auch immer, ich nehme an, ihr seid aus einem bestimmten Grund hier. Wie können wir, das heißt, der klägliche Rest, der noch von uns geblieben ist, euch helfen? Ja, ihr müsst eine Armee aufstellen und mich unterstützen. Erstmal Fragen stellen. Könnt ihr mir mehr über die Schöpfergilde erzählen? Sicher. Was wisst ihr denn bereits über uns? Nur, dass ihr ein Verbund von Magiern seid, die sich auch aus den Magierkriegen herausgehalten haben. Das war's auch schon. Und darum geht es in unserer Gilde im Wesentlichen. Wir sind Magier, die sich der Lehre, Wissenschaft und Bewahrung von Wissen verschrieben haben. Wir hegen keine politischen Absichten und halten uns aus Konflikten jeder Art heraus. Wir wurden im Jahr 231 gegründet von einer Frau namens Godith Baudry. Seither ist die Schöpfergilde eine Konstante in der sich stets wandelnden politischen Landschaft Nortandas. Also seid ihr der Anführer der Gilde? Ja, ich bin der erste Gelehrte der Schöpfergilde. Der Fährmann hat mir von einem Angriff auf die Gilde erzählt und dass dieser der Grund sei, dass fast alle Magier die Insel verlassen haben. Stimmt das? Ja, aber es war nicht nur der Angriff. Sagen wir einfach, dass es interne Unstimmigkeiten gab. Wie ging dieser Angriff aus? Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr ihn aufgehalten habt? Natürlich. Diese Leute wollten uns töten. Also haben wir uns gewehrt und stattdessen angefangen, sie zu töten. Bis ihre Moral gebrochen war und sie zu rennen begonnen haben. Rückblickend denke ich, dass wir schon viel früher eine solche Machtdemonstration hätten vollziehen sollen. Die Immerlichter missverstanden unsere Friedfertigkeit als Schwäche. Diesen Fehler werden sie nie wieder machen. Klingt sehr nüchtern. Wenn ihr mit nüchtern meint, dass ich den emotionalen Aspekt weglasse, den die meisten Leute einer derartigen Äußerung hinzufügen würden, dann ja. Aber wie bereits erwähnt, es war nicht nur der Angriff, der unsere Gilde entzweispaltete, sondern auch eine interne Unstimmigkeit. Was für eine Unstimmigkeit? Ich würde es vorziehen, nicht darüber zu reden. Es tut mir leid. Ja, das ist aber auch alles schon lange her, ne? Das scheint ja echt nur eine große Bibliothek zu sein. Die laufen auch hier oben. Ist ja etwas über den Blutbrand, das ist ja wichtig. Verstehe. Nun, es hat einen Grund, dass wir hier sind. Wir untersuchen den Blutbrand. Weiß eure Gilde etwas über ihn? Ihr untersucht den Blutbrand? So könnte man es nennen, ja. Interessant. Nein, wir wissen nicht mehr darüber als die meisten Alchemisten oder Apothekarii derzeit. Aber wir alle sind uns einig, dass der Blutbrand keine ordinäre Krankheit ist. Da ist Magie im Spiel. Tja, da habt ihr recht. Der Blutbrand ist magisch und hat etwas mit den Formern zu tun. Den Xalontep? Das ist interessant. Sagt, würde es euch etwas ausmachen, mir mehr darüber zu erzählen? Ihr scheint euch einiger Variablen bewusst zu sein, die uns bisher entgangen sind. Sollen wir denen trauen? Also momentan gibt es keinen Grund, denen nicht zu trauen, glaube ich. Na, lassen wir die Informationen hier, die scheinen ja Wissen zu horten, das ist wichtig. Gut, ich werde es euch erzählen. Aber suchen wir uns einen Ort zum Sitzen. Es ist eine lange Geschichte. Selbstverständlich. Ich verstehe. Das ist eigentümlich. Irgendwie faszinierend. Soll heißen?
Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Ich glaube nicht an Visionen und Prophezeiungen, sofern sie nicht von einem Traumflechter stammen. Also bin ich unschlüssig. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Mann, Rhonda Lacayne, mehr über den Blutbrand weiß als die meisten. Und dass euch seine Hinweise nach Mulandir geführt haben, ist mehr als nur beeindruckend. Also glaubt ihr, dass der Blutbrand durch Forma-Telepathie verursacht wird? Stimmt das? Es ist nur eine Theorie, aber ja. Bösartige Telepathie sozusagen. Ich verstehe. Wenn das so ist, würde ich mich euch gerne anschließen. Wie meinen? Was an meiner Aussage war missverständlich. Ich würde gerne mit euch reisen. Eure Geschichte ist höchst faszinierend. Die Formastadt, der Blutbrand, dieser Nexus. Ich würde euch gerne begleiten und euch bei eurer Suche helfen. Ich habe ein breites Wissen über die Magie der Forma und habe ebenfalls ein großes Interesse daran, ein Heilmittel gegen den Blutbrand zu finden. Ja, würde ich auch gerade sagen, ihr seid der Anführer und haut einfach so ab. Aber den will ich auf jeden Fall dabei haben, wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen wollt. Also Hintergrundinformationen hat. Was ist mit der Gilde? Seid ihr nicht ihr Anführer? Das bin ich. Aber das bedeutet nicht, dass ich hier bleiben muss. Es ist ganz gewöhnlich für Schöpfermagier, auf Expeditionen zu gehen. Auch wenn es wegen des Krieges derzeit seltener vorkommt. Nichts hält mich davon ab, zurückzukehren, wenn unsere Angelegenheiten vollendet sind. Und er ist ein Mensch. Der passt hier ganz gut rein. Die hassen sich nicht. Ja. Nun, warum nicht? Seid nur gewarnt, dass es gefährlich wird. Ich kann mich verteidigen. Überaus effektiv sogar. Dennoch gibt es da eines, was ich zu Ende bringen muss, bevor ich mit euch kommen kann. Eine Studie. Vielleicht könntet ihr mir dabei helfen. Das würde die Angelegenheit deutlich erleichtern. Sofern es nicht zu lange dauert, ja. Was untersucht ihr? Ganz einfach. Ich war schon immer fasziniert von der Idee des Reflexionsvermögens und dem Geist im Allgemeinen. Was erschafft das Bewusstsein? Was unterscheidet uns Menschen von einem Wolf, der ein Sklave seiner Instinkte ist? Erst kürzlich hat mir eine Gruppe Flüchtlinge, die in Immerlicht angekommen war, von einer bizarren Beobachtung erzählt. Und zwar behaupteten sie, dass einem Steingolem, der sich in der verlassenen Mine im Nordosten verstecke, eine Seele gewachsen sei. Ups. Anscheinend hat er sich gar mit einem der Bauern angefreundet. Das klingt alles höchst unwahrscheinlich, aber dennoch möchte ich der Sache auf den Grund gehen. Wozu braucht ihr meine Hilfe? Nun, all das mag aus Sicht eines Gelehrten aufregend klingen, aber dennoch ist ein Golem immer noch ein Golem. Falls er mich attackieren sollte, will ich Unterstützung haben. Eine Vorsichtsmaßnahme, die höchstwahrscheinlich nicht vonnöten sein wird, aber dennoch. Ich werde mich vorbereiten und euch bei der alten Mine treffen. Ihr wisst, wo sie ist, korrekt? Ihr meint die im Nordosten? Korrekt, auf dem Gipfel des Iskanderbergs. Ich schlage vor, wir brechen so schnell wie möglich auf. Gut, dann sehen wir uns dort. Oh, ich hoffe, der Golem lebt noch. Weil wir das schon durchgeballert sind. Ja, also ich glaube, so ist es besser. Eins und nicht gruppieren, weil... Was ich festgestellt habe, so, wenn ich die einfach alle als eins nehme, dann kann ich noch einzelne anklicken und wegschicken. Wenn ich die gruppiere... Da kann ich einzelne nicht mehr anklicken und wegschicken. Gut. Weil sie ja manchmal mit ins Getüttel, also mit in den Kampf gerät. Ne, der will nicht mehr reden. So. Schräger Zeitgenosse. Aber ein fähiger Magier, so viel ist sicher. Das reicht mir. Na, sieh mal einer an. Was denn? Interessant. Ach, guck mal. Das hat uns nach unten geteleportiert. Hab ich jetzt gar nicht gecheckt. Können wir auch noch ins Erdgeschoss? Sicher doch. Oh, hier ist ein Händler, guck mal. Eine Truhe. Die Forma, das haben wir auch schon. Fokusdrang. Die eiserne Maske.
Müssen sie doppelte Bücher verkaufen, wir direkt. Gut, warum nicht? Die eiserne Maske und die Vormark kennen wir schon. Hier. Eiserne Maske, die Vormark. Da, die Vormark. Ja, wie funktioniert die? Die haben wir beide schon. Und sonst noch irgendwas? Oh ja, die Dolche. Primitives Kurzschwert, weg. Die behalten wir mal. Wir haben noch einen Stab für ihn. Oder hier, ne? Unser Turmschild, meine zukünftige Rüstung. Dann haben wir noch allgemeine. Nicht, dass wir zwei davon brauchen. Brauchen wir auch nicht so viele von. Ja, die eine behalten wir mal. Die kann weg. Eine rote Robe, wegen sieht vielleicht gut aus. Die Kapuze dazu, eine schwarze Kapuze ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Was hat er? Ja, der braucht auf jeden Fall einen Stab, der Magier, der wird ein Magier sein. Ah, oh, die haben alles Mögliche hier, guck mal. War denn der mit, du meinst 3000 ist doch günstig. Regeneration, den wollte ich vielleicht haben. Das wäre gut für meinen. Muss ja im Kampf sein, ne? Regeneration. Dieser Talisman wurde von den Fino- und Mir-Elfen mit dem Zauber versehen, der den Gleichmut imitiert, welcher im Geist von jenen Elfen während der Meditation erreicht werden kann. Der Talisman des kollektiven Fokus macht den Geist eurer Verbündeten frei und bringt ihnen ihren magischen Fokus zurück. Der ist vielleicht nicht schlecht. Und für 400 mit dem Schrott verkaufen. Ja. Ein gutes Angebot. Und das gebe ich mal im Helden. Der hat dann Regeneration. Er ist auch immer in der Mitte. Statt ihn unverwundbar zu machen. Die 10 Sekunden unverwundbar ist eigentlich nicht so toll. Das ist viel besser. So. Dann kann man nämlich nochmal im Kampf regenerieren. Ist ja nicht schlecht. Wie lange? Ja, hat nicht lange gehalten, aber zumindest ein bisschen Leben, wenn die Heilerin gerade nicht kann. Da war ich mir immer noch eine Pausentaste im Kampf wünschen würde. Was? Ich muss mich konzentrieren. Entschuldigung. Echt eine Frau? Ne. Das ist ein Kerl mit einer Frauenstimme. Okay. Verdammte Rüstung! Mann, Mann, Mann. Mit deiner Rüstung. Ja, fragt sich, wo der andere hinführt. Geht das hier vielleicht noch runter? Oder hier einfach hin. Schwupps. Mhm.
Oh, guck mal. Notizen eines Magiers haben wir auch schon. Die haben wir alle in der Bibliothek in Grauschanze schon gefunden. Die Schriften. Kommen wir denn hier jetzt auch runter? Ne. Jetzt musst du hier praktisch runter teleportieren immer. Alles klar. Ja, kommt nur näher. Ich habe, was ihr braucht. So, welches war das? Der hier. Sieht seines Magiers Vorstellungsvermögen. Selbstbewusstsein. Oh, nee, das ist eine andere. Ihr versteht was vom Falschen. Siezen eines Magiers Selbstbewusstsein. Magie ist eine Kraft, die genauso innerlich wie äußerlich ist. Der Weg zu ihrer wahren Beherrschung kann nicht in den Weiten der Welt gefunden werden, sondern in den Tiefen der eigenen Person. Introspektion, Selbstgefühl und Reflexionsgabe sind die Qualitäten, die ein fähiger Magier, aufweisen sollte. Der Geist ist wie die Wildnis, machtvoll und labyrinthisch, kommt nur ein wenig vom Weg ab und ihr werdet für immer verloren sein. Aber für jene, die der Straße in all ihrer Verschlungenheit und Tücke folgen, keimt am fernen Horizont die Aussicht darauf auf, Wahrheit zu verstehen. Ein starker Geist ist ein wissender Geist. Das ist es, was einen Magier ausmacht. Magie erfordert einen Könner höchsten Ranges. Jemand, der mit Mechanismen des Geistes vertraut ist. Nur indem er sein Innerstes durchleuchtet, vermag es ein Magier, sein Handwerk kontrolliert auszuüben. Nur indem er die Wildnis akzeptiert, kann der Magier seinen Geist bezähmen. Das ist jetzt gleich einsortiert, ja? Ja. Also das war mit dem Wissbegierigen und Vorstellungskraft und hier meint er jetzt den Geist kontrollieren. Oh Gott, wir brauchen eine Bibliothek. Oder eine Ablage oder sowas. Es wird lange dauern, bevor der Zwerg das Schild tragen kann. In Ordnung. Mit. Alles hier. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, ist auch die Frage, wie viele wir mitnehmen können. Ich meine, irgendwann werden wir wahrscheinlich wählen müssen, wen wir nehmen. Was ist das? Ist das unser Fährmann? Was ist? Ich möchte diesen See überqueren. Klar. Wohin? Aber westliches Ackerland ist vermutlich hier. Schöpfergilde ist hier, wo wir jetzt gerade sind. Immerlichthafen wird hier sein. Südlich? Verstanden. Springt rein. Ah, guck, jetzt sind wir hier. Sind wir da. In Zukunft werde ich dann aber teleportieren, aber diese 25 Gold ist ein bisschen viel. Das ist unser Fährmann. Wenn ich denn so einen Teleporterstein finde. Hier ist schon einer. Sicher doch. Alles abgrasen.
Gehen wir erstmal auf den Strand lang. Und speichern. Viel ist ja hier nicht mehr. Da lang? Guck. Gut. Treibt gut. Strand gut. 139 Tacken. Zack. Und wer lebt hier? In Ordnung. Ui. Na gut. Wie, warte mal, ich dachte, die Former sind tot. Die machen hier die Köpfe? Das kann ja nicht noch hier von den Formern stammen, weil die sind doch schon so lange tot. Klingt gut. Oder Xalan Path, wie wir jetzt wissen, dass die auch genannt werden. Oder na, so sieh mal einer an. Vitalität. Haben wir alle schon ein Amulett? Nicht zusätzlich Feuer, das ist ganz wichtig. 10 Fokus, 10 Fokus. Ah, wir brauchen noch Zeug, wir müssen horten für den Magier. Den wir dann irgendwann dazu kriegen, wenn wir den. Der muss ja auch ausgerüstet werden. Ah, hier geht's ja weiter. Da oben kommt man vermutlich nicht hin, ne? Da drüben hin? Gut. Oh, ich sehe ein Skelett. Ups. Box im Raum. Wie ist der Plan? Gut. Schieß hier mal einen fetten Pfeil rein. Ich weiß aber nicht, trifft sie jetzt zwei Pfeile, Feinde oder ein zweimal auch. Das wäre natürlich super. Schauen wir uns das mal an. Riesenhammer, die Geschichte und... Ah ja, die kennen wir schon. Hab ich gelacht. Mit dem Alchemisten. Gut, warum nicht? Ein Bärchen. Fette Statue hier. Die Grabinschrift besagt, hier ruhen Josef Waldstein, berühmter Duellant, und seine treu ergebenen Gefährten. Die haben ihn gleich mit den Gefährten begraben? Man kann auch aus zweiter Reihe kämpfen. Ja. Sicher doch. Mit der Stangenwaffe. Okay. Interessant. Also man sieht auf jeden Fall, das Loot ist random, also ist zufällig. Eine Flaschenpost. Okay. Die kennen wir auch schon. Ist neu. Obgleich das Pergament alt aussieht, hat die Flasche es offenkundig erfolgreich vor dem Zahn der Zeit geschützt. Krieg ist mein Leben und auch mein Tod. 9-mal bin ich auf dem Schlachtfeld gefallen und 9-mal bin ich zurückgekehrt, um abermals auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Zu sterben wird nicht einfacher, aber zu leben. Jawohl, den Handel gehe ich ein. Okay.
Die Rüstung war mir bei all dem stets eine treue Kameradin. Okay. Sie ist edel, solide, wie es viele Rüstungen sind, und dennoch besitzt sie eine Kraft, die eigentlich nicht möglich ist. Ich weiß, abgesehen von der Gnade der Wächter, von keiner Macht, die derartiges ermöglichen kann. Nur jene haben die Macht über Leben und Tod, und nur jene können ein solches Geschenk zuteil werden lassen. Okay, also die Rüstung belebt ihn oder sie wieder. Ich danke den Wächtern jedes Mal, wenn ich wieder einmal von neuen Arten schöpfen kann. Sie haben mich von den Soldaten größter Feindin befreit der Furcht. Sie haben mich vor den Soldaten größter Feindin befreit der Furcht. Die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor dem Verlust, die Furcht vor dem Unbekannten. Nichts davon vermag es, mir Angst einzujagen. Sogar in diesem Moment, da ich auf diesem Schiff bin, das geradewegs in den Sturm steuert, lache ich darüber. Die Seemänner huschen hastig an mir vorbei, um sich vorzubereiten. Aber ich bin immer bereit. Bereit zu sterben. Bereit, abermals zu leben. Die Notiz habe ich in eine Flasche gesteckt. Ich werfe diese im heftigsten aller Stürme hinaus ins Meer. Ich selbst bin nämlich diese Nachricht und diese Rüstung ist meine Flasche. Sollen die Wellen nur tosen, sollen die Winde nur heulen, niemals soll diese Flasche sinken. Sie ist so ewig, wie ich es bin. Was? Der ist irgendwo untergegangen und... Keine Ahnung. Jetzt will ich die Rüstung finden, die ihn mal wiederbelebt hat, ihn oder sie. Gucken, wie weit wir hier am Strand kommen. Die Krabben hier, das ist auch... Nimmt das denn nie ein Ende? Okay, jetzt kann ich sie auswählen und kann sie wegschicken. Ja. Weil sie da vorne nichts verloren hat. Würde hier sofort runtergemergelt werden. Kannst du ihn ja nochmal schießen? Sie macht aber nicht viel Schaden. Alter. Also. 200 XP. Oh, jetzt schon wieder über die Hälfte. Ich hoffe, wir kriegen nächstes Mal ein Attribut. Gut. Ja. Okay. Shit. Feinde! Gut, das ist jetzt mal aufgeräumt. Schickt mir hier der. Ist der Plan? Aber auf engstem Raum hier. Wieso kann ich nicht wie wehen? So, jetzt halt. Gut. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Sehen, sie schießt nach links und rechts. Oh Mann, das war knapp. Das hätte auch übel ausgehen können. Ein abscheulicher Gestank umwabert den Karren. Ihr wirkt, kämpft mit dem Brechrein. Und Tode. Allerlei Folterwerkzeuge liegen verstreut um den Stuhl. Das Holz ist blutverschmiert. Schauen wir uns das mal an.
Heilige Klinge wieder. Siegel der Dunkelheit. Oh, was ist mit ihm hier? Fuck. Den haben sie da hoch aufgehängt. Dass hier noch was ist. Da kommt man nicht hoch. Ja, und hier waren wir angekommen. Haben wir jetzt die ganzen alle Landstrich hier. Haben wir jetzt schon abgefrühstückt. In den Turm selbst kann man nicht, ne? Ja. Jetzt noch ein Stein, glaube Rüstung. Ja, ich weiß. Aber wir brauchen Stuff. Elfischer Forschungsplan. Verbesserte Planken. Das ist gut. Ein. Haben wir wieder einen. Das brauchen wir auch, die müssen auch die Elfen anheuern. Hilft alles nichts. Sicher doch. Ne, was ist. Oh. Sieh mal einer an. Das sieht nach Spaß aus. Na schön. Aber jetzt habe ich gespeichert. Komm. Scheiße. Da, hau den. So. Im Vergleich zu mir ist der Zwerg ein bisschen squishy, aber dafür hat er ja sein Schild. Das hat er notfalls. Ein makabrer Mark. Quest erhalten. Befreit den gefangenen Ohren. Oh, guck. Schwarze Kapuze des Fokus. Oh, das ist gut. Könnte sie die tragen? Kann er die tragen? Nein. Nein. Aber ich mag das mit ihrem Goblin, dass sie die manchmal reinzaubern. Ein Fokus braucht sie eigentlich nicht. Ist ja gut für den Magier. Bam. Gehen wir erstmal hier. Um. Ork-Vertreiber. Okay. Das ist eine Einhandwaffe gewesen, glaube ich.
Da lang? Gut. Und hier ist der Turm. Okay, dann wollen wir mal den Ork befreien. Dann haben wir vielleicht schon einen besseren Stand bei den Orks. Aber hier, hey, wir haben dem und dem geholfen. Vielleicht kann er für uns bürgen. Mal eben speichern, bevor wir hier... Gerettet von einem Bleichgesicht. Jetzt habe ich wirklich alles erlebt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich heute Nacht auf dem Teller irgendeines Menschen serviert worden. Hab Dank, Soldat. Ich bin Kier, vom Stamm der Staubhäute. Ist mir ein Vergnügen. Was meint ihr mit auf einem Teller der Menschen? Tja, kurz gesagt, es gibt ein Syndikat menschlicher Krimineller, die Orks fangen, schlachten und ihr Fleisch als Lindwurmfleisch verkaufen. Es sieht fast gleich aus, also merkt es niemand. Was zum... Macht ihr Witze? Wenn dem so wäre, säße ich dann blutbesudelt in einem Käfig? Nein, ich mache keine Witze. Ich weiß, wie absurd das klingt, aber offenbar scheffeln diese Bleichgesichter auf diese Art eine Menge Geld. Und keiner erkennt den Unterschied? Wirklich? Anscheinend. Ich habe noch nie einen meiner Brüder gegessen, deshalb weiß ich es nicht. Es ist verdammt widerlich und um ehrlich zu sein, will ich darüber so wenig nachdenken wie nur möglich. Hm. Und was verschlägt einen Ork der Staub heute nach Immerlicht? Die Mission unseres Hochhäuptlings, diesem Irrsinn ein Ende zu setzen. Die Goblins sind da nicht so wählerisch, die essen sich schon gegenseitig. Dann seid ihr eine Art Detektiv? Das wär's. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Khal'Zul, soll heißen ein Architekt. Orks haben Architekten? Natürlich, was dachtet ihr denn, wie unsere Khals entstehen? Und natürlich, jetzt fragt ihr euch, wie zum Geier ein Ork-Architekt in so einer Mission landet. Tut's nicht, es ist kompliziert. Ja, los, wie bist du hier gelandet? Erzähl's mir. Nein, das geht euch nichts an, tut mir leid. Mann, du Arsch. Vielleicht könnten wir euch helfen. Mit diesem Syndikat, meine ich. Warum? Verzeiht, aber dieser Tage gehört Altruismus nicht gerade zu den Dingen, die ein Ork von einem Bleichgesicht erwarten kann. Das Land braucht Stabilität. Naja, diese Lande haben so schon genug Probleme, gerade solche politischer Natur. Eine orkmordende Bande wird die Lage sicher nicht entspannen. Stimmt auch wieder. Na schön, dann hoffe ich mal, ich werde das nicht bereuen. Wenn du helfen willst, sollten wir da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Bei den Beweisen. Verstehe. Ihr sucht nach Beweisen, die ihr der Immerlichter Stadtgarde zeigen könnt, um sie auf legalem Wege zu überführen, richtig? Richtig. Ich bin nur ein einzelner Ork. Und selbst wenn ich wüsste, wo ihr Hauptquartier ist, helfe ich niemandem, wenn ich da reinlaufe und wie ein Bekloppter meine Axt um mich schwinge. Und nein, ich vertraue dieser Garde nicht. Aber momentan hat es den Anschein, als seien sie meine einzige Chance. Vermutlich. Und habt ihr irgendeine Idee, wo wir anfangen könnten, nach Beweisen zu suchen? Tatsächlich habe ich die, ja. Ich habe vor einer Weile einen Brief zwischen einem Lakaien des Syndikats und ihrem Anführer abfangen können. Wenn wir den der Garde zeigen, sollte sie das von der Existenz der Bande überzeugen. Allerdings haben diese Schläger mir natürlich meine Sachen abgenommen, als sie mich überwältigt und in den Käfig gesteckt haben. Wenn wir sie also Nichts für ungut, aber ich denke nicht, dass ihr mit uns kommen solltet. Vielleicht später, wenn ihr euch erholt habt. Ich fürchte, das ist wahr. Lasst uns nach euren Sachen suchen. Na schön. Tot nutze ich niemandem was. Ich habe die Schläger von einem Lager in der Nähe der alten Minenreden gehört. Vielleicht könntet ihr da anfangen. Oh, Iria war aber nett. Ha? Und er bleibt jetzt einfach hier, oder was?
Ach, ich muss die aufmachen, den Käfig. Na, sieh mal einer an. Aber ich lasse dir den Käfig offen, okay? Ah, schauen wir uns das mal an. Verstanden. Sicher doch. Und zwar müssen wir jetzt, müssen sowieso zu den alten Minen. Dann praktisch, ja genau, hier geht's jetzt ab. Guck. Neue Gegner bis hin. Also wenn ich jetzt direkt hier rein teleportieren würde, dann wäre ich ziemlich kackig. Das heißt, wir müssten hier dran. Da sind auch wieder Gegner. Hier am Hafen. Und uns dann hier hochboxen. Warum sind da jetzt wieder Gegner? Komisch. Also wir haben die potenziellen Schöpfergilde-Pimpfe, wenn wir da in die Mine gehen. Wo ist unser... Ach, da. Interessant. Hm? Was ist? Ich möchte diesen See überqueren. Klar. Wohin? Ich denke mal, das ist der Hafen. Südlich ist da, Schöpfergilde. Ja, immer Lichthafen. Verstanden. Springt rein. Mhm. Ist auch die Frage, wenn wir jetzt einerlei mit den Orks machen, kriegen wir dann Probleme mit der Garde hier? Und mit dem Licht und so? Lass nur die beiden hier unten wegputzen. Das ist auch noch ein Eingang. Oh, dynamische Welt. Dynamische Karten, die. Na, jetzt kommen wir. Das sind doch Banditen. Könnte ich mit denen reden? Na, sieh mal einer an. Schlachthaus. Schlachthaus, das ist wahrscheinlich mit den Orks. Jetzt macht das auch Sinn. Oh nee, ich bin niedergeschlachtet. Okay, ich würde sagen, wir kommen von hier unten. Hier oben. Oder von links. Weil hier das Zelt ist, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wir müssen von links kommen, weil der Magier steht links. Stellen wir uns hier hin. Kommen wir von rechts. Halt. Was sind die Teile? Naja. Nicht toll, aber es ist vielleicht 40 Gold oder... Steht die Arme da? Oh, hat auf jeden Fall Augen und wird nicht alles am Start. Oh. Das wird hart. Wenn der Magier hier steht, dann müssen wir... Angriff! Falscher Ort, falscher Zeit. Der muss umgehauen werden. Lass den durch. Gut. Der kann hier rumwehen. Guck, ich halte ganz gut was aus. Komm mal hier.
die Regeneration, die bringt jeder mal wieder hoch. Das ist ein guter Talisman für mich. Ich brauche dringend einen Einzelzielangriff, aber naja. Vielleicht sollten wir versuchen, einen der Schläger zu verhirnen. Mit etwas Glück finden wir so noch mehr über dieses Syndikat heraus. Gute Idee. Ja. Sie ist auf jeden Fall rechtschaffen, Alter. Ja, Müll. Welchen? Ihn hier? Ah. Nein, bitte! Gnade! Ich will nicht sterben! Dann sprecht. Wir wollen Informationen über euer Syndikat, wenn man es denn so nennen kann. Natürlich. Was wollt ihr wissen? Wer zum Geier hatte diese Idee, Orks zu schlachten und ihr Fleisch zu verkaufen? Ich weiß es nicht. Ach ja? Ja, ich bin erst seit ein paar Monaten dabei und niemand hat mir erzählt, wer das Syndikat gegründet hat. Alles, was ich weiß, ist, dass wir unter einem Kerl arbeiten, der sich nur der Metzger nennt und der den Schlachthof in Immerlich betreibt. Aber ich habe ihn nie persönlich gesehen. Wie ist ein Kerl wie ihr bei so einer Verbrecherbande gelandet? Ihr seht nicht aus wie ein typischer Halsabschneider. Bin ich auch nicht. Ich komme aus dem Schlammviertel und habe Jahre nach Arbeit gesucht. Aber das ist für einen Bewohner der Elendsviertel fast unmöglich geworden. Dann kam dieser Kerl namens Finn eines Abends in die Schandgeige und, naja, die Bezahlung war gut. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass es gar kein Lindwurmfleisch war, das wir verkaufen. Wo ist euer Hauptquartier? Ihr meint den Schlachthof? Verdammt, wenn ich euch das sage, schlitzen sie mir die Kehle auf. Das klingt in der Tat schmerzhaft. Nein, wartet. Er ist in Immerlicht. Unter Immerlicht, um genau zu sein. Ihr habt doch eine Karte, oder? Hier, da ist der Eingang. Wie gesagt, jegliches Orkfleisch wird vom Metzger höchstpersönlich zubereitet. Von unserem Anführer. Verstehe. Sonst noch was? Nein, ich... Wobei, wartet, ja. Die Losung. Ihr müsst die Losung sagen. Wenn sie euch fragen, warum seid ihr hier, müsst ihr erwidern, wegen des Produkts. Wegen des Produkts. Gut. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was ich mit euch tun soll. Was? Aber ihr habt versprochen, dass ihr mich verschonen werdet. Der wird ja gleich dahin rennen und wird uns zuvor verpetzen, oder? Sowieso egal, also der eine hier, das macht keinen Unterschied, auch wenn die wissen, dass wir kommen. Aber es wird mich in Arsch speisen. Also das ist, wir wollen ja das Syndikat ausheben und es geht nicht nur um diesen einen Eingang, also würde ich sagen, dass, ob wir jetzt den einen umbringen oder nicht, versuchen wir so wenig wie möglich zu töten. Geht mir aus den Augen. Aber wenn ich euch je wieder mit diesen Halsabschneidern zusammen sehe, werde ich nicht mehr so nachsichtig sein. Ja, natürlich. Ich war ohnehin fertig mit diesen Spinnern. Danke, Soldat. Danke. Aber wo wir jetzt schon hier sind, können wir unseren Magier abholen. Heutzutage erinnern sich nur die wenigsten an den Ursprung von Immerlichts Reichtum. Die glitzernde Mine. So ein Golem. Ah, da seid ihr ja. Meintet ihr nicht vor der Mine? Durchaus, aber dann dachte ich mir, dass es klüger ist, sich schon einmal einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Los, gehen wir. Der Golem und sein Freund sollten weiter unten in der Mine sein. Folgt mir. Okay.
Vielleicht kann er den Feuergolem platt machen. Oh, der rennt aber ganz schön. Guter Plan. Ist hier alles Untote? Ich habe nicht so viel Widerstand erwartet. Eigenartig. Ja, zumal wir das ja nicht schon gemetzelt hatten. Sie werden fallen. Einer unserer Helden wurde getötet. Wie ist der denn da hinten hingekommen? Was? Einer unserer Helden wurde getötet. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist. Nein. Das ist 5 Minuten später. Heutzutage. Erinnern sich nur die wenigsten an den Ursprung. Ja, okay, müssen wir auf sie aufpassen. Ah, da seid ihr ja. Meintet ihr nicht vor der Mine? Durchaus, aber dann dachte ich mir, dass es klüger ist, sich schon einmal einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Los, gehen wir. Der Golem und sein Freund sollten weiter unten in der Mine sein. Folgt mir. Also gut, der wird nicht selber in seinen Tod rennen. Ich speichere hier mal. Gut. Ups. Macht euch bereit. So ein bisschen aushalten, ja. Wie ist der Plan? Ich habe nicht so viel Widerstand erwartet. Ja, wir doch mal weiter. Na dann. Du bleibst da hinten stehen. Die sind auf jeden Fall nicht immun gegen Blutung. Die explodieren. Hilfe! Bitte! Das werdet ihr bereuen!
Kacke. Und der rennt immer weiter, immer weiter. Da. Rick, das muss der Golem sein. Da kommt jemand. Hören wir mal, ich weiß, was zu sagen haben. Was? Hören wir mal, was er zu sagen hat. Ach so, ja, okay. Grüße. Seid ihr... Rick, wer ist das? Ich habe Angst. Keine Sorge, Hubert. Sie sind nicht hier, um uns weh zu tun. Den Kampfgeräuschen nachzuurteilen, nehme ich an, dass ihr euch um diese Untoten gekümmert habt? Falls ja, dann habt ihr meinen Dank. Sie sind vor ein paar Tagen aus dem Nirgendwo gekommen und seither sitzen wir hier fest. Ja, sie sollten keine Bedrohung mehr sein. Wir sind hier, um euch ein paar Fragen zu stellen. Über euren Freund. Dachte ich mir schon. Dann schätze ich mal, ihr habt die Gerüchte gehört, was? Ja, das ist der Golem mit einer Seele. Und ja, ich bin der komische Kauz, der sich um ihn kümmert. Aber bevor ich euch irgendwas erzähle, versprecht mir, dass ihr ihn nicht verletzen werdet. Ich weiß, er mag einschüchternd aussehen, aber tatsächlich ist Hubert ein ziemlich sensibler Bursche. Ich mag den Namen Hubert. Solange er uns nicht attackiert, attackieren wir ihn nicht. Keine Sorge, das wird er nicht. Hubert könnte keiner Fliege was zuleide tun. Also, was wollt ihr wissen? Ihr seid nicht hier, um ihn mitzunehmen, oder? Oh Gott, okay. Warum habt ihr euch nicht selbst um die Untoten gekümmert? Warum Hubert? Warum eigentlich Hubert? Der Name? Ach, das... Mein Großvater hieß so. Irgendwann habe ich einfach angefangen, Hubert so zu nennen. Und das ist hängen geblieben. Hubert ist ein Steingolem. Warum habt ihr die Untoten nicht einfach selbst unschädlich gemacht? Ich habe es doch schon gesagt. Hubert tötet nicht. Er mag nicht so aussehen, aber er denkt und fühlt wie ein Kleinkind. Wie habt ihr Hubert überhaupt kennengelernt? Ich meine, man geht ja nicht einfach auf einen Golem zu und beginnt ein Gespräch. Das tut man in der Tat nicht. Ich habe ihn halbtot außerhalb dieser Mine gefunden. Eine Kreatur hat ihn attackiert und fast seiner ganzen Essenz beraubt. War wohl ein Geist. Dunkelheit ist gekommen und hat mein Licht gestohlen. Es hat wehgetan. Es hat so sehr wehgetan. Ich weiß, Hubert. Aber jetzt geht es dir wieder besser. Aus irgendeinem Grund ist mir sofort aufgefallen, dass Hubert anders war. Wäre das nicht so gewesen, wäre ich natürlich sofort umgekehrt und hätte die Garde alarmiert. Aber so bin ich stattdessen in die Stadt gegangen und habe einen Magier gesucht, von dem ich wusste, dass er ihm helfen könnte. Wen? Josef sein. Sein Name war Josef. Er ist kein Mitglied der Schöpfergilde. Und dieser Josef hat eingewilligt, euch zu helfen? Er hat mir noch einen Gefallen geschuldet, also, ja. Ich habe ihn gebeten, Hubert zu heilen. Und auch wenn er meinte, es sei gefährlich, hat er es letztlich doch getan. Als es vollbracht war, hat er mir geraten, Hubert irgendwie einzusperren oder auf Sicherheitsabstand zu gehen, weil er in dem Moment, in dem er aufwachen würde, wieder extrem gefährlich wäre. Aber ich weiß nicht. Es war genau wie in dem Moment, als ich ihn da draußen vor der Mine hatte liegen sehen. Ich wusste einfach, dass er anders war. Er war nicht einfach nur ein magisches Konstrukt, das zum Töten geschaffen worden war. Also habe ich gewartet. Und wie es sich herausstellte, lag ich richtig. Den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Ich habe ihn in die Mine geschafft, weil ich Angst hatte, dass die Stadtgarde ihn attackieren würde. Und hier sind wir Freunde geworden. Seid ihr in dieser Höhle, um ihn zu beschützen? Also seid ihr Huberts Sicherheit wegen in dieser Höhle? Ja, wie ihr euch denken könnt, hat das Gerücht vom Golem mit Seele schnell die Runde gemacht. Ich dachte mir, dass früher oder später jemand kommen würde, um ihn mit eigenen Augen zu sehen. Und ich bin froh, dass ihr es seid und nicht irgendwelche Vandalen. Bevor diese Untoten erwacht sind, war dieser Ort auch verhältnismäßig friedlich. Etwas düster vielleicht, ja, aber sicher. Und die ganzen Goblins hier? Wie lange liegt das jetzt schon zurück, dass ihr ihn gefunden habt? Lass mich nachdenken. 4 Monde. Vier Tage? 4 Wochen. Ja.
Und wie seid ihr Freunde geworden? Rick, freundlich. Rick, immer freundlich. Hat sich um mich gekümmert. Naja, vielleicht ist Freundschaft nicht das richtige Wort. Es ist mehr eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Ja, ich weiß, wie abwegig das in Anbetracht des äußeren Huberts klingt. Was macht dich, Hubert, was macht dich anders? Hubert, was ist es, das dich anders macht? Wann hast du begriffen, dass du, naja, denken kannst? Ich weiß nicht. Ich hatte schon immer Gedanken, Ideen. Aber ich wusste nie, wie ich sie anderen erzählen kann. Dann hat der Geist mich angegriffen und Rick hat mich geheilt und mir beigelacht, wie man spricht. Beigebracht? Ja, natürlich. Rick hat mir beigebracht, wie man spricht. Hubert ist tatsächlich ziemlich begabt. Er hat binnen weniger Monate gelernt, fast fließend zu sprechen. Wenn Menschen, Elfen und Orks nur halb so wissensdurstig wären wie er, wäre unsere Welt jetzt vielleicht eine andere. Vielleicht trägt er aber auch einfach den Geist eines Menschen in sich. Habt ihr das jemals in Erwägung gezogen? Wenn das der Fall ist, dann den Geist eines Kleinkinds. Wie ich schon sagte, alles, was ich Hubert gegeben habe, war Führung und, naja, Liebe. Der Rest kam von selbst. Was beabsichtigt ihr mit Hubert zu tun? Ihr könnt nicht ewig in dieser Höhle bleiben. Ehrliche Antwort? Ich weiß es nicht. Hubert ist ein guter Bursche und ich will einfach nur, dass er ein normales, glückliches Leben führen kann. So bizarr das für euch auch klingen mag. Er würde liebend gerne Freunde finden. Ja, Freunde. Rick, werden diese Leute meine neuen Freunde sein? Hubert, wie war das nochmal mit den anderen Leuten ins Wort fallen? Es gehört sich nicht. Es ist unhöflich und es macht die anderen traurig. Und willst du, dass ich traurig bin? Nein, Rick. Tut mir leid. Hey, schon in Ordnung. Achte einfach zukünftig mehr darauf, ja? Wie auch immer, bezüglich eurer Frage. Ich versuche nicht über die Zukunft nachzudenken. Und bevor ihr diese Untoten getötet habt, wusste ich ohnehin nicht, ob wir diese Höhle je wieder verlassen. Ich sehe auf jeden Fall einen neuen Begleiter an unseren ultimativen, lieblichen Tank. Gut, hört her. Mein Freund hier würde gerne mehr über Huberts einzigartiges Wesen in Erfahrung bringen. Es könnte einen großen Schritt für die Wissenschaft darstellen. Wäre es möglich, dass er ihn untersucht? Ich weiß nicht. Wird es wehtun? Golems wurden geschaffen, um gewaltigen Schmerzen zu widerstehen. Sie spüren fast überhaupt nichts. Was mein Freund sagen will, er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um Hubert dabei nicht weh zu tun. Was denkst du, Hubert? Weiß nicht. Na schön. Wenn ihr denkt, dass es helfen könnte, Hubert besser zu verstehen, will ich nicht im Weg stehen. Tut es. Danke, Herr. Dann beginnen wir. Interessant. Wirklich interessant. Hubert, ich bin fertig. Du kannst dich nun ausruhen. Es war gar nicht mal so schlimm, Rick. Es hat etwas gekitzelt, aber es hat nicht wehgetan. Das ist gut. Und? Was habt ihr herausgefunden? Nicht viel. Aber lasst mich ein Wort mit meinem Gefährten wechseln. Taha, kommt bitte. Warum geht der nette Herr Rick? Ich mag ihn. Wir müssen nur etwas besprechen. Sie kommen gleich wieder. Okay. Das ist ja interessant. Dann erzähl mal. Gut, ich fasse mich kurz. Ich habe Huberts magischen Kern untersucht und er ist, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Er quillt geradezu über vor magischer Essenz. Anders als jeder Golem-Kern, den ich je gesehen habe. Meine Theorie ist, dass seine Gabe der Selbstreflexion diesem Umstand entstammt. Leider glaube ich aber auch, dass der Kern gefährlich ist. All diese Energie, sie ist instabil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie über kurz oder lang außer Kontrolle geraten wird,
was eine Explosion zur Folge hätte, die alles, was in den Magierkriegen geschehen ist, in den Schatten stellen würde. Mir scheint, wir haben zwei Optionen. Erstens, wir zerstören den Golem. Zweitens, wir nehmen ihn zurück in die Gilde und versuchen dort seine Kraft irgendwie zu kanalisieren, was uns die Chance verschaffen würde, die Energie seines Kerns zu stabilisieren und es ihm so erlauben würde, zu leben. Ich denke nicht, dass ich diese Entscheidung treffen sollte. Ich betrachte mich als rationalen Menschen, aber ich fürchte, meine Faszination für diese Angelegenheit beeinträchtigt mein Urteilsvermögen. Könnten wir ihn nicht einfach woanders hinbringen und ihn dort in Frieden lassen? Ich fürchte, das steht außer Frage. Wir wissen einfach nicht, wie die Instabilität seines Kernes ihn auf lange Sicht beeinflussen würde. Selbst wenn er nicht explodiert, er könnte den Verstand verlieren und ein ganzes Dorf ausrotten, vielleicht sogar eine Stadt. Was meint ihr mit Energie kanalisieren? Nun, die Möglichkeiten sind schier endlos. Wenn wir es irgendwie schaffen, die Struktur seines Kernes zu replizieren, dann könnte dies die Welt verändern. Wir könnten dazu in der Lage sein, neue Kerne zu schaffen, was uns eine endlose Energiequelle geben würde, die über die Macht verfügt, Leben zu erschaffen. Allerdings gibt es keinen Garant dafür, dass diese Experimente Früchte tragen. Der Golem wird dabei schreckliche Schmerzen erleiden, und es ist gut möglich, dass unser Versuch, den Kern zu stabilisieren, scheitert und er stirbt. Das katastrophalste aller Szenarien wäre, dass wir die Explosion quasi provozieren und ganz Immerlicht auslöschen. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass es eine in etwa 40-prozentige Chance gibt, dass es uns gelingt, ihn zu stabilisieren und wir die Kraft des Kerns kanalisieren können. Eine 40-prozentige Chance, dass er einen qualvollen Tod stirbt und eine 20-prozentige Chance, dass wir ganz Immerlicht auslöschen. Boah, also 40%, dass wir, dass alles gut geht, dass wir die Energie kanalisieren können, Golem ist gut, okay, alles okay. 40%, dass er einfach stirbt und 20%, dass wir alle töten. Puh. Shit. Wir müssen sowieso die Entscheidung treffen. Wir sind. Das ist ja kein anderer hier, der überhaupt davon weiß. Das ist eine schwierige Entscheidung. Lasst mich mit Rick sprechen. Natürlich. Eigentlich wollte ich nur einen Quick Save einwerfen. So. Ich würde sagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass er mit uns kommt. Aber vielleicht können wir auch Golems bauen für unsere Armee. Wenn wir das Leben erwecken können, sozusagen. Wenn wir durch die, wenn wir das kanalisieren können. Okay, ich denke, wir gehen auf jeden Fall, versuchen wir die zu rekrutieren. Also, worüber habt ihr und euer Freund euch unterhalten? Tja, ich weiß nicht so recht, wie ich es sagen soll. Huberts Energiekern ist ungewöhnlich. Er quillt über vor Energie. Und auch wenn es diese Energie ist, die ihm sein Bewusstsein gegeben hat, sie macht ihn gefährlich. Wenn wir nichts unternehmen, ist es möglich, dass der Kern instabil wird und explodiert. Das Einzige, was wir für ihn tun können, ist es, ihn in die Schöpfergilde mitzunehmen, wo die Magier versuchen können, die Energie in seinem Kern unter Kontrolle zu bringen. Das könnte ihn retten. Wird aber sehr, sehr schmerzhaft. Es tut mir wirklich leid. Aber die einzige Alternative wäre, ihn zu töten. Ihr verdammtes Monster! Nein, keine Chance. Hubert ist kein Spielzeug, mit dem ihr rumspielen könnt, wie euch beliebt. Wenn ihr das tun wollt, müsst ihr mich töten. Rick, ist es das wirklich wert? Wir bieten euch eine Chance, versteht ihr denn nicht? Entweder ihr zwingt uns, euch zu töten, oder ihr geht mit Hubert mit, und steht ihm während der Experimente zur Seite. Verdammt nochmal. Ich habe wirklich keine Wahl, oder? Na gut, aber eines sage ich euch. Wenn Hubert etwas zustößt, dann werdet ihr es bereuen.
Selbst wenn es mein Leben kostet. Wir müssen gehen. Ein neues Zuhause wartet auf dich. Was? Heißt das, ich werde die Wälder wiedersehen? Genau wie du versprochen hast. Ja, genau wie ich es versprochen habe. Eine gute Entscheidung. Ich werde unverzüglich zur Gilde zurückkehren und den anderen Magiern von Hubert erzählen und anschließend meine Abreise vorbereiten. Kommt einfach zur Gilde, wenn ihr soweit seid. Puh. Okay. Also ultimativ würde ich uns gerne die Möglichkeit, Golems zu bauen, wenn möglich. Da lang? Na? Das zu. Alles klar. Verdammte Röstern! Dann nochmal alles Verstanden. Mit Untoten voll zu sein. Interessant. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, während der... Na bitte, das muss der Brief sein, den Kir erwähnt hat. Zusammen mit seinen restlichen Sachen. Vielleicht sollten wir versuchen, einen der Schläger zu verhören. Mit etwas Glück finden wir so noch mehr über dieses Syndikat heraus. Gute Idee. So, irgendwie dachte ich eben, wir hätten einen Brief bekommen, aber hatten wir nicht. Ja, pass auf, wir machen jetzt Teleportation hier unten hin. Wow. Hier. Das habe ich noch nie gemacht. Ist das jetzt permanent? Na, sieh mal einer. Krass. In Ordnung. Also das Spiel, da gibt es noch so viele Sachen, wo man immer denkt, meine Fresse, haben die das auch noch gemacht. Er hat seinen Käfig wieder zugemacht. Nee, doch nicht. Sieh mal einer an. Meine bleichgesichtigen Freunde kehren zurück. Und? Hattet ihr Erfolg? Ich denke ja. Sind das eure Sachen? Lasst mal sehen. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Meine bisherige Erfahrung mit euch Bleichgesichtern war, dass ihr viel redet und wenig handelt. Scheint, als lag ich diesmal falsch. Wird überarbeitet? Scheint noch aus dem... Ja, was soll ich sagen? Ja, wir versuchen die Garde. Wir werden auf jeden Fall dem Bürgermeister davon erzählen. Also, werdet ihr diesen Brief der Garde übergeben? Meint ihr, das wird genügen, um dem Syndikat das Handwerk zu legen? Ich hoffe es zumindest. Auch wenn ich trotzdem kein gutes Gefühl dabei habe. Das Schicksal meiner Brüder in die Hände von Bleichgesichtern zu legen? Ich weiß nicht. Aber ich habe wohl keine Wahl. Hört her, Taha. Kürzlich habt ihr etwas von einer Armee erwähnt, die ihr kommandiert. War das eine Metapher? Sie ist in der Mache. Warum? Ich
habe mich gefragt, ob ihr vielleicht meine Unterstützung brauchen könntet. Tja, ich hätte die Basis stürmen sollen. Das wären wir, wo wir aus der Mine rausgekommen sind. Ich will auf jeden Fall die Basis stürmen. Ist mir egal. Entschuldigung. Von den wenigen. Flüchtlingen, die die Reise nach. Na bitte. Das muss der Brief sein, den Kir erwähnt hat. Zusammen mit seinen restlichen Sachen. Vielleicht sollten wir versuchen, einen der Schläger zu verhören. Mit etwas Glück finden wir so noch mehr über dieses Syndikat heraus. Gute Idee. Ist ja auch, weil wir wissen, ob der andere da... Ja. Der Schläger. Da drüben hin. Gut. Der Schläger. Sicher doch. Verraten hat oder nicht. Gut. Gut, warum nicht? Da das Losungswort war ja über das Produkt. Wenn wir jetzt der Garde Bescheid sagen, dann schicken die sicher ihre Jungs rein. Wir können dann immer noch dem Bürgermeister davon erzählen. Ah. Sieh mal einer an. Meine bleichgesichtigen Freunde kehren zurück. Und? Hattet ihr Erfolg? Ich denke ja. Sind das eure Sachen? Lasst mal sehen. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Meine bisherige Erfahrung mit euch Bleichgesichtern war, dass ihr viel redet und wenig handelt. Scheint, als lag ich diesmal falsch. Hört her, Kerr. Selbst wenn ihr der Garde die Beweise zeigt, es gibt keinen Garant dafür, dass sie auch wirklich etwas gegen das Syndikat unternehmen werden. Ich habe einen der Schläger dazu gebracht, mir zu verraten, wo ihr Versteck ist. Sie nennen es das Schlachthaus. Und angeblich können wir dort auch ihren Anführer finden. Den Metzger. Metzger. Wie erbärmlich. Aber was schlagt ihr vor? Dass wir das Versteck stürmen, ganz alleine? Das ist Selbstmord. Wir sind allesamt Magier und wissen uns zu verteidigen. Und außerdem werden sie nicht mit uns rechnen. Ich denke, wir haben eine Chance. Ein waghalsiger Plan. Aber er gefällt mir. Na gut, dann regeln wir das selbst. Wo ist dieses Versteck? In Immerlicht. Trefft mich einfach dort, dann gehen wir zusammen. Verstanden. Ah, und eines noch. Ich denke, das solltet ihr haben. Es ist eine der besten orkischen Klingen, die ihr in Nordtanda finden könnt. Und ihr verdient sie mehr als ich. Bisher habe ich nicht mehr getan, als mich in einen Käfig sperren zu lassen. Bis gleich, Taha. Möge euer Blut niemals brennen. Okay. Das ist auf jeden Fall besser, finde ich besser. Dann gehen wir jetzt dahin. Wir haben das Losungswort, benutzen wir und. Sind die Portale dann permanent? Da lang? Ist aber egal, wir werden auf jeden Fall einen Haufen Geld sparen. Wo ist die Klinge? Welche Klinge? Wo ist die Klinge? Gesegneter Elfenende. Was könnte. Ne, die hatten wir schon. Golem-Zertrümmerer. Ne, hat mir nichts gegeben. Die haben wir zwei Teile. Interessant. So, die wollen jetzt, dass wir
Wer ist das? Ist das Queer? Der Deck ist doch hier unten gewesen, am Strand. Hier an der Stadtmauer, Freund. Da ist das Versteck. Wo die laufen wir denn dahin? Na, Simon. Ah, da seid ihr ja. Also, wo ist dieses Schlachthaus? Ich zeige es euch. Folgt mir einfach. Gut, ich habe nachgedacht. Vermutlich ist es am besten, wenn wir versuchen, so lange wie möglich unbemerkt zu bleiben. Je eher wir mit dem Töten beginnen, desto wahrscheinlicher wird es, dass ihr Anführer entkommt. Was schlagt ihr vor? Ganz einfach. Erzählen wir den Wachen, dass ich euer Gefangener bin und dass ihr mich zur Schlachtung in das Versteck bringt. Wenn wir es richtig anstellen, schaffen wir es vielleicht bis zum Metzger, ohne dass sie den Braten riechen. Oh, das Wortspiel war unbeabsichtigt. Klingt gut, dann los. Alles klar. Haltet euch an den Plan. Geil, dass sie den Braten riechen. Grüß euch, Jungs. Ich habe neues Material für den Metzger. Das ist die Grünhaut, die ihre Nase in unser Geschäft gesteckt hat. Ah, richtig. Warum ist er noch nicht tot? Weil ich dachte, dass der Chef gerne ein Wort mit ihm wechseln würde. Stimmt wohl. Also, warum seid ihr hier? Wegen des Produkts. Sehr hier auf solche Netze. Ich bin wegen des Produkts hier. Perfekt. Dann kommt mal rein. Und lass dieses verfickte Tier leiden, in Ordnung? Das mag ich nicht gerne hören. Ja, lass ich mal um. So. Interessant. Oh oh. Obwohl Immerlicht eine der wenigen Städte Nordtandas mit einer vielrassigen Bevölkerung ist, werden nichtmenschliche Personen normalerweise mit Feindseligkeiten und Vorurteilen bedacht. Zwar ist es noch nicht zu größeren Ausbrüchen von Gewalt gekommen, allerdings kommt es nicht selten vor, dass man auf einen ausgeraubten und zu Boden geschlagenen Elfen in den Gassen des Schlammviertels stößt. Aufgrund ihrer einschüchternden Statur sind Orks seltener zu Opfern geworden. Bis jetzt. Jetzt kommt die Rache der Enterbten. Da wären wir. Na dann, finden wir den Metzger. Nehmt euch den Metzger im Schlachthaus auf. Gehen wir es an. Der kämpft hier schon. Die Orks sind nicht geheilt. Nicht Teil unseres Kampfs. Ich glaube, ich kann ihn etwas heilen. Ah, schauen wir uns das mal an. Okay. Na dann. Ich kann ihn aber nicht kontrollieren. Ich muss ihn jetzt folgen, dass er am Leben bleibt. Die hat doch noch so ein Einzelheiler, oder? Nein! Oh, Idiot. Das ist nichts Persönliches.
Braucht ihr was? Macht euch bereit! Aber das ging ja super. Ich werde euch beschützen! Dafür sorgen, dass er am Leben bleibt, mein Gegner. Ich nehme mal an, ihr seid der Metzger. Und ich nehme mal an, ihr seid nicht wegen dem knusprigen Stück Orkfleisch hier, was? Nein, sagt nichts, ich kann es spüren. Ihr seid die, die meine Leute bei der Mine abgeschlachtet haben, was? Und du, Ork, bist der Möchtegern-Detektiv, der versucht hat, mein kleines Geschäft hier auffliegen zu lassen. Ich schätze wohl, ich sollte euch fürs Kommen danken. Das erspart mir die Schnitzeljagd. Balrak, ihr seid ein Ork? Gut erkannt, Abschaum. Ich verstehe es nicht. Warum zum Geier inszeniert ein Ork einen Genozid an seiner eigenen Rasse? Meine Rasse? Ihr meint die Rasse, die meinen Vater getötet hat, nur weil er sich geweigert hat, sich am Abschlachten des Nachbarstamms zu beteiligen, das nur stattgefunden hat, um den Lebenskampf zu ehren? Ihr meint die Rasse, die einen kleinen Orkjungen und seine Schwester ausgesetzt hat, mit nicht einmal genügend Vorräten, um einen Tag zu überleben? Scheiß auf meine Rasse. Die Orks haben mich und meine Familie behandelt wie Straßenhunde. Und jetzt revanchiere ich mich. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ich habe genug gehört. Verteidigt euch. Das werden wir. Los, Jungs. Frischfleisch. Ich werde eure Leichen an die Hunde verfüttern. Tun die weh? Ja, ganz schön schade. Den umboxen. Gut. Sicher doch. Okay. Diese Helme, die ich mir teuer gekauft habe, die sind jetzt schon fast Standard. Na, sieh mal einer an. Es ist vorbei. Sarachs Clown. Was für ein Wahnsinn. Meine Rede. Ja, wie auch immer. Je früher wir vergessen, dass das passiert ist, desto besser. Ich werde euch für immer dankbar sein für das, was ihr getan habt. Bevor ihr geht, nehmt das hier. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Außerdem, hört her, Taha. Kürzlich habt ihr etwas von einer Armee erwähnt, die ihr kommandiert. War das eine Metapher? War es nicht. Warum? Ich,
habe mich gefragt, ob ihr vielleicht meine Unterstützung brauchen könntet. Warum? Moment. Meintet ihr nicht, dass ihr der Khal-Sul eures Stammes seid? Warum wollt ihr euch mir dann anschließen? Ach, nun ja, ich war nicht ganz ehrlich. Ich bin nicht nur der Architekt der Staubkriecher, sondern auch der Erstgeborene von Gnaras, dem hohen Häuptling des Stammes. Ich will euch nicht langweilen, also fasse ich mich kurz. Mein kleiner Bruder Rak war magisch begabt und auserkoren, ein Schamane zu werden. Und um bei Orks ein Schamane zu werden, muss man eine Prüfung ablegen. Ich hatte Gerüchte darüber gehört. Darüber, wie viele junge Orks nie von dieser Prüfung zurückkommen. Und der Gedanke, meinen Bruder zu verlieren, ich konnte es einfach nicht akzeptieren. Also, was habt ihr getan? Ich habe ihn entführt. Es war idiotisch. Und einen Tag, nachdem wir das Khal verlassen haben, wurden wir wieder eingeholt. Mein Vater hat mich zur Strafe ins Exil geschickt. All das hier, mein Versuch, die Immerlichter Orks vor dem Tod zu retten, ich schätze, es ist ein Versuch, Reue für meine Taten zu zeigen. Aber reden wir nicht mehr darüber als nötig. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass ich nicht zu meinem Volk zurück kann. Noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir schon sie als Ausgesetzte, ihn als Ausgesetzten und den Zwerg. Wenn ihr ein Architekt seid, könnten eure Talente wirklich nützlich sein. Wenn ihr uns beitreten wollt, bringt diesen Brief zur Garde und trefft uns dann an der Grenze. Das werde ich tun. Habt Dank, Taha. Ich weiß das zu schätzen. Und ich verspreche euch, dass ich keine Last sein werde. Möge euer Blut niemals brennen. Wir hören uns später. Level up. Ambrus der Verwirrung unterbricht Zauberwirken. Fügt Schaden zu Feuer. Die meisten haben wir schon. Des Winters. Eis haben wir, glaube ich, noch nicht. Rußschwert, ne? Dabei. Flammendes. Ich glaube, Eis ist besser. Okay. So, jetzt müssen wir aber looten hier. Hui. Ah, das ist ein Dolch. Null. Duellantenhand, schon wieder ein Teil. Probe der Kanalisierung. Hui. Okay, episches Zeug gefunden hier. Müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Guckung machen, ja, wo wir hier mal rein drin sind. Interessant. Elfenende, schon wieder. Ja, hab bessere Tage gehabt. Klingt gut. Einfach nur in die Runde. Hier ist auf jeden Fall noch was. Und hier. Mal reinziehen, ey. Die Orks abschlachten und als Fleisch verkaufen. Da lang?
war hier noch was? Oder war das hier einfach nur der... Oh ja, hier. Feinde! Was haben die denn? Blitzresistent? Wie ist der Plan? Das werdet ihr bereuen! Jetzt viel mehr Erfahrung. Ja. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Hier waren wir reingekommen. Gut. Guter Plan. Falscher Ort, falscher Zeitpunkt, Freunde. Gut, die macht die Goblins weg. Oder die kleinen Sohn. Macht euch bereit. Das werdet ihr bereuen. Mann, so viel Zeug. Ich flipp da aus bei dem Spiel hier. Wusch. Na, sieh mal einer an. Ah, schauen wir uns das mal an. Oh Mann. Sicher doch. Ich hätte einen Schurken spielen wollen jetzt. Interessant. Die Kisten stinken nach verwestem Fleisch. Ihr müsst würgen. Habt Mühe, euch zu, nicht zu übergeben. Ja. Oh, ich hoffe, wir kriegen die Kisten irgendwann aus, sonst flippe ich aus. Ich weiß nicht, ob es einen Schurken in dem Spiel gibt, der Schlösser öffnen kann. So, dann gucken wir mal. Oh, wir haben einen Attributspunkt, das ist gut. Auf jeden Fall 9 Konsti. Bei Geschick kommen wir eh jetzt noch nicht hin. Aber dann kann ich meine Rüstung tragen. Also meine Rüstung. Wie war das? Die hier. Sollte mich auf jeden Fall widerstandsfähiger machen. 18 mehr Widerstand im Nahkampf. Ja, kritische Treffer sind nicht so wichtig. Und hier und dann haben wir 9 Konst, die brauchen sogar keinen Kopf mehr machen und können dann den Rest dann erstmal in Geschick packen. Zack. Ja. Ja, das sieht doch mal aus. Oder? Jetzt 60, 60, 60. Hält auf jeden Fall jetzt gut was aus. Fähigkeitsmäßig haben wir jetzt unsere erste Aura. Angriffskraft wird erhöht. Und in der nächsten mehr Leute, also 20 Leute.
Das ist gut, wenn wir dann in die Schlacht ziehen. Da, jetzt habe ich eine Aura, oder? Ja, sieht schick aus. Super, jetzt haben wir alle Angriffskräfte erhöht. Okay, und sie? Wir wollten uns hier hinarbeiten, ne? Zeig. Das war ich fast nie. Heilen. Dann müssen wir ihre Willenskraft stärken, nehme ich an. Wir brauchen definitiv einen einzelnen Zielheiler, noch einen zweiten Heilzauber. Und das wäre das hier. So. Ich weiß nicht, sie hat ihren ultimativen Bogen. Ich glaube nicht, dass sie den nochmal jemals wechseln wird. Legt den Schaden fest, den ihr mit bildenbasierten Waffen und Fertigkeiten verursacht, sowie die Gesamtzahl an Fokuspunkten fest. Und die magische Widerstandsfähigkeit, das ist alles gut an dem Willenskraft. Das muss aber auf jeden Fall hoch bei ihr. Höhere Gesundheit. Irgendwann geben wir hier auch nochmal einen zweiten. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Das scheint nur für Helden zu gelten. Also bei ihr auf jeden Fall Willenskraft. Das kann sich vielleicht schon wieder ein bisschen besser heilen. Und Instagram. Also das hat euch das auf jeden Fall super mit dem Schildschlag. Blocken können wir leider nicht verbessern mehr. Können wir eigentlich nur noch mehr Gesundheit geben. Seine Rüstung ist gelockt, die können wir nicht verändern. Heiliger Schild. Säubert euch und stellt Abschirmung zur Verfügung. Bis er das benutzen würde, ist schon lange sein Fokus alle. Kann aber auch Fokus. Alle Widerstandskräfte oder Gesundheit? Plus, wir hatten gesagt, wir bräuchten mal so ein Einzelziel. Fügt ein bisschen Schaden zu, oder was noch? Während eure Abklingzeiten reduziert werden. Okay. Werden betäubt. Geschwächte Ziele werden betäubt. Ach, wir machen die einfach. Geben wir mal noch ein Leben. Der muss viel, viel Leben haben. Guck mal, der hat 430. Und ich habe 503. Ne? Ich habe 100 mehr Leben als er. Weil er so eine geringe Konstitution hat. Der kriegt jetzt aber auf jeden Fall wieder Konsti, dass wir auf das Schild kommen. Weil, wie gesagt, Rüstung kann ich nichts machen. Jetzt kommen wir langsam auf ein Turmschild. Unser Kontrollierer, also Erdrune. Erzeugt ein Würfel aus fliegenden Steinen und die Chance, jeden Feind, den betrifft, zu betäuben. Das ist auch cool. Und das ist Konsti. Das ist Intelligenz. Versuchen wir den. Da, Wirbelsteine. Gedönsrad.
Umboxen und betäuben. Super. So. Und ich habe meine Aura. Eine Aura. Okay. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist. So. Soll ich nochmal mit denen reden? Nee. Na, sieh mal einer. Oder doch? Verstanden. Nee, können wir nicht. Können nur wieder rein. Sicher doch. Verdammte Rostam! Da drüben hin? So, ich glaube, ich will mal zum Bürgermeister. Eigentlich hätten wir hier einen Gottesstein reinbauen können. Dann müsste man hier nicht rumlaufen. Mal im Testen. Oh, der braucht aber lange. Kann er damit laufen? Okay. Das geht auf jeden Fall. Das ist ein guter Zauber. In der freien Stadt Immerlicht werden die Stadtoberhäupter nicht durch das Geburtsrecht bestimmt. Aber wir haben da so einen Ork getroffen. Nee, will er nicht wissen. Okay, dann nicht. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen. So, wie kommen wir hier rüber? Wir müssten hier auch noch so ein Portal haben. Jetzt überlege ich gerade, wir könnten das hier nehmen. Ich weiß nicht, ob die statisch sind. Deswegen überlege ich mir jetzt schon. Also wir kommen von hier nach da unten hin. Wenn wir von hier dann nach da kommen. Auf die Schöpferinsel. Gut, warum nicht? Ich weiß auch nicht, ob man von einem Portal mehrere Ziele zum Beispiel anvisieren kann. Würde es fast Sinn machen, immer gleich alles zu verbinden. Das inaktiv, siehst du? Worum geht's? Also ein Ziel.
Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ja, jetzt sehe ich euch schon so langsam aus wie ein richtig fieser. Ne? Und die Augen, die haben immer noch eine zweite Funktion. Schauen wir uns das mal an. Als eine neutrale, unpolitische Vereinigung von Magiern und Gelehrten war... Wo haben sie den hingestellt? Da oben. Na, sieh mal einer an. Okay. Wo ist der Golem? Ah, da seid ihr ja. Falls ihr euch fragt, ich habe zwei Magier geschickt, die Richard und Hubert helfen, ihren Weg zur Gilde zu finden. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, unser Wissen über Magie zu vertiefen. Ich bin immer noch fasziniert von der Idee, dass ein Überfluss an Magie dazu in der Lage ist, ein Bewusstsein zu erzeugen. Denkt nur daran, was das zur Folge hat. Wie dem auch sei, ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Zuerst muss ich mich um ein paar Formalitäten kümmern, aber bis zum nächsten Sonnenaufgang bin ich bereit aufzubrechen. Wo sollen wir uns treffen? Getreu euren Ausführungen liegt die Formastadt in der Mitte Iskanders, oder? Ah, okay, siehst du, also man kann nur mit dreien. Müssen jetzt einen wegschicken. Ja, in der Nähe eines Dorfes namens Farlonsheim. Aber ihr könnt uns an der Grenze zu Immerlich treffen und wir werden gemeinsam dorthin gehen. Dann werde ich das tun. Habt Dank, Taha. Ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Okay. Wo ist der Golem? Ah, das ist jetzt noch nicht fest, was mit dem Golem wird. Wahrscheinlich, weil die den erst untersuchen müssen. Oh, so viel Zeug. Okay. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist... Okay. So, ich glaube, es wird mal Zeit, wieder zu unserem Ding zurückzukehren. Nein. Ach, da kann ich direkt nach Mulandir reisen. An der Grenze zu Immerlicht. Das wäre hier. So, gehen wir mal hier durch. Beim Händler vorbei. Einen, der viel Geld von uns gekriegt hat. Ist entweder der oder der. Ihr seid Abenteurer. Ja, ihr 15.000. Wagt einen Blick. Ich bin mir sicher, ich habe etwas, das euer Interesse erwecken könnte. Der kam weg. Die kam weg. Die kam weg. Das wird sein Schild. Die blauen behalten wir mal. Jetzt haben wir eine bessere schwarze. Behalten wir auch mal.
Da müssen wir sehen, wem wir was geben. Großschwert des Winters behalten wir. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Also was uns was negative Buffs hat, mal rein. Klinge der Lähmung. Das könnte die sein, die wir von dem Ork gekriegt haben. Von Grimm? Oder wie hieß der? Die können weg. Die haben wir auch schon. So. Lebt wohl. Jetzt mal sortieren. So, Haufen Waffen. So, doch, wir kriegen ja Leute immer mal dazu. Wenn wir dann auf einmal dastehen und haben die nichts, um die auszurüsten, das wäre dann doof. So, das Schild macht bei Blockheilung, ne? Ne, Panzerung. Okay. Also praktisch immer permanent. An der Grenze immer Licht. Ja, ich will auf jeden Fall mal nach Mulandir gucken, ob die Leute, die wir angeheuert haben, unsere Verbündeten und so weiter, ob die... Der sagt nichts mehr. Ob die sich da irgendwie eingenistet oder eingerichtet haben. Ups. Interessant. Topfhelm. Hier waren wir ursprünglich reingekommen. Verdammte Rüstung. Dann ist nur noch das hier. Der Zahlencode. Ja, wir kommen auch nochmal wieder. Ich muss jetzt nochmal kurz in den Stützpunkt. Viel gereisten freigeschalten. Tiaras Atem. Dieser Ort ist wirklich unglaublich. Du hast nicht zu viel versprochen, Taha. Wartet nur mal ab, bis ihr ihn in Aktion seht. Vergiss nur nicht, dass wir aus einem bestimmten Grund hier sind. Keine Bange. Ich werde jetzt erstmal mit Flynn sprechen. Wir brauchen einen guten Fleck, um unser Lager aufzuschlagen. Und wenn du reden willst, du weißt schon, über das, was zwischen uns passiert ist. Komm vorbei. Wie auch immer, wir sollten jetzt genügend Verbündete haben, um nach den Steinen zu suchen. Reden wir bei der Schmiede. Wie auch immer, wir sollten noch nach mehr Verbündeten suchen.
Wir wissen nicht, was uns erwartet. Menschlicher Grenzposten. Außenposten. Menschlicher Wachturm. Aha. Alle möglichen Gebäude. Steinbruch. Ach, das ist, weil wir jetzt mit den Menschen verbündet sind, können wir jetzt alles Mögliche von den Menschen bauen. Eisenmine. Brandmeister. Rekrut. Infanterist. Boom. Zu gehen, bevor ich schlafe. Okay, was haben wir hier gekriegt? Oh, Titan. Oh, jetzt kriege ich hier. Verdoppelt eure Ausblutungszeit. Nee. Schwere Rüstung des Bären. Content. Ja, die hat aber auch die Resi, alles 15 und 45. Ja. Doppelt Ausblutungszahlen. Das können wir notfalls dem Ork geben. Hoffe ich. Okay, wow. Wow. Okay, gut. Auf jeden Fall speichern hier. Und dann sehen wir uns später. Ciao. Ich bin schon wieder fast Level Up auf 13. Okay, bauen wir.